Wir als CC Link Partnerorganisation haben mittlerweile über 300 Partnerfirmen, die über 1400 Produkte anbieten. Und bin der Ansprechpartner für den deutschsprachigen Raum, zuständig für die Belange aller CLPA-Mitglieder und die es werden möchten. Die Markttrends im Moment werden stark durch die Anforderungen von Industrie 4.0 angefordert. Und viele andere Netzwerke kommen dann stark an ihre Grenzen aufgrund des hohen Datenaustauschs. Industrielle Ethernet-Produkte finden sich unter dem Familiennamen CC-Link IE Field zusammen. Das IE steht für Industrial Ethernet. Es liefert 1 Gigabit pro Sekunde Bandbreite und ermöglicht im Prinzip schon die Datenbandbreite, die für Industrie 4.0 nötig ist. Das CC-Link Field IE-Protokoll wird überwiegend in der Automobilindustrie auf dem asiatischen Markt eingesetzt. Darüber hinaus haben wir noch sehr viele Applikationen in der Lagerlogistik, bei dem Konveyertransportsystem und in der Wassergewinnung, Wasseraufbereitung, Prozesstechnik. Es gibt eine riesengroße Bandbreite von Produkten und Einsatzgebieten. Es wurde bekannt gegeben, dass das CC-Link Partnerorganisation und die PI-Organisation zusammen ein Interface gestalten werden, das Daten zwischen den beiden Systemen ermöglicht. Das heißt, im asiatischen Bereich können durchaus Profinet-Geräte zum Einsatz kommen und andersrum können auch CC-Link-Geräte in Profinet-Umgebungen zum Einsatz kommen und der Datenaustausch findet flexibel statt. Es gibt keine Grenzen mehr. Der Vorteil von deutschsprachigen Unternehmen, Partnerschaften mit der CLPA einzugehen und Produkte für die CC-Link-Partnerorganisation zu entwickeln, besteht darin, dass die nach Bestehen der Conformance-Tests in Deutschland der Partner eine Eintrittskarte für den asiatischen Markt erhält. Und wir vermarkten als CLPA deren Produkte über unsere Produktkataloge, über unsere Portfolios, über unsere Pressemitteilungen. Und wir denken, dass wir ein geeignetes Podium für die Neuentwicklungen bieten können.